Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Märkte und Trends. Bei mir sitzen aus dem Trading Floor Samuel Bojadan, Andreas Wolf. Ich grüße euch beide. Oh, grüß dich, Boris. Ja, wir hatten ja gestern Abend dann doch ein etwas interessanteres Event. Da haben einige gespannt drauf gewartet. Andere haben gesagt, da passiert sowieso nichts. Ein bisschen was ist passiert. Und das Thema ist ja auch Zinsentscheid. Kommt jetzt die Korrektur? Und da wollte ich mal die Meinung von euch beiden hören. Alleine, was das Thema mit dem DAX jetzt nach der Fed betrifft und auch die Nasdaq 100. Ja, fangen wir mal an mit dem DAX. Den haben wir wie immer, unser Daily Business. Und wir haben ihn gestern gesehen. Er hat doch erstmal kräftig eine reinbekommen, muss man fast sagen. Ja, also es war schon unter der 16.8 heute. Gestern haben wir eine Ablehnung bei 17.000 Punkten gehabt. Wir haben jetzt dreimal versucht, in den vergangenen drei Tagen uns an der 17.000-Punkte-Marke so ein bisschen festzukleben. Das sieht man auch hier bei uns auf dem Monitor schön im Chart. Und was nicht steigen will, haben wir ja so einen guten alten Spruch, das wird fallen. Fakt ist allerdings, es ist jetzt noch nicht großartig was passiert. Das muss man auch wissen. Wir sind jetzt hier wieder so im Bereich 16.8, da sind wir jetzt wieder ein bisschen nach oben gelaufen. Wir sind jetzt erstmal am Monatsanfang. Meistens fließt am Monatsanfang Geld in den Markt. Das dürfte dem DAX heute auch erstmal geholfen haben, dass er nicht ganz durchgereicht worden ist. Dann haben wir heute auch ein paar gute Daten gehabt. Gestern schlechte mit Adidas, aber heute gute mit Deutsche Bank und Siemens Healthineers. So war das also überm Strich erstmal stützend für den DAX, aber man muss eben sehen, dass wir gerade im US-Präsidentschaftszyklus im Februar relativ schlechte Performance haben, gerade was die amerikanischen Aktien angeht, nicht unbedingt was die deutschen Aktien angeht, aber wir hängen natürlich an den Amerikanern dran, das heißt, wenn wir uns nicht entkoppeln können, auch wenn wir jetzt in den ersten zwei Wochen sehr viele Daten aus Deutschland noch bekommen, da sei noch Siemens genannt, Infineon, und viele andere größere Blue Chips, die ihre kurzfristigen Zahlen zumindest mal rausbringen. Und die Amerikaner sind jetzt mit den größten Daten heute Abend durch dann. Dann kommen natürlich noch viele Sidekicks, also kleinere Werte, aber die werden natürlich den großen Index nicht mehr so groß berühren, sodass wir jetzt natürlich mit dem Zinsentscheid und mit dem, was wir da gehört haben, uns erstmal wieder auf ein bisschen schwierigeres Fahrwasser einstellen müssen. Weil im Geleitzug halt der Anleihekurse auch die Aktienkurse funktionieren. Und wir haben gestern eben gesehen, dass auch die Anleihekurse, wir sind übrigens auch aktuell, wieder ein bisschen zurückgekommen sind. Das war jetzt kein großer Einschlag am Anleihemarkt, aber wie gesagt, wenn wir da keine große Rallye haben kurzfristig, was sich ja dann auch ändern kann, dann haben wir sie auch noch nicht am Aktienmarkt. Fakt ist aber immer, der Anleihemarkt läuft dem Aktienmarkt voraus. Also haben wir hier eine Zeitverzögerung und die werden wir wahrscheinlich im Februar im Aktienmarkt sehen. Siehst du das genauso, Samir? Ja, also sehe ich genauso. Man muss ein bisschen mit angezogener Handbremse das Ganze jetzt weiterhin beobachten. Da haben wir schon die letzten Tage mehrfach darauf zumindest hingewiesen, wie wir es persönlich umsetzen werden und wie wir die ganze Markteinschätzung von unserer Seite aus auch in Form von der Praxis umsetzen werden. Gestern war es letztendlich ein Non-Event für uns gewesen oder zumindest auch in der Erwartungshaltung, dass wir gesagt haben, okay, Zinsen werden ja im Generellen nicht jetzt sofort in greifbarer Nähe gesenkt werden, sondern vielmehr hat man natürlich auf die Pressekonferenz hingehört, um zu sehen, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir zeitnah eine Zinssenkung bekommen und vor allem, wie viele Schritte werden wir in diesem Jahr sehen. So, jetzt lässt man sich natürlich die Option offen, indem man sagt, der Arbeitsmarkt ist ja sehr robust, was er ja auch tatsächlich aktuell ist und dass die Wirtschaft weiterhin sehr stark und robust ist. Es gibt keinen Handlungsbedarf, aber wir haben natürlich auf der Kehrseite der Medaille, dass aufgrund vieler anderen Faktoren, zum einen der Dollar sehr, sehr stark ist, was die US-Dollar, Staatsverschuldung stärker unter Druck setzt und vor allem aber auch auf die globale US-Dollar-Verschuldung. Das sind so zwei Punkte, wo wir sagen, naja gut, das macht eigentlich Sinn, wenn wir zeitnah schon irgendwo die Zinsen senken. Und vor allem aber auch das Thema ja, März, April, Mai, wann wird die Zinssenkung tatsächlich stattfinden. So, und ich denke schon, das, was wir auch besprochen haben, dass es vor Mai möglicherweise nicht kommt. Man wird erstmal verstärkt auf die Wirtschaftsdaten, Inflationsdaten, auf den Arbeitsmarkt, Anträge, Arbeitslosenzahlen nochmal etwas genauer hinschauen und dann erst reagieren. Im Moment gibt es keinen Anlass dafür. Und das ist letztendlich genau das auch eingetroffen, dass wir gesagt haben, okay,
was hat der Markt schon alles drin, also in seiner Entwicklung, also in der Preisentwicklung. Da haben wir gesagt, da ist schon alles drin. Es kann eigentlich nur noch zu einer gewissen Enttäuschung kommen, wenn die Notenbanksitzung durch ist. Das ist dann auch in der Tat soweit eingetroffen. Deswegen haben wir auch gestern gesagt, Tech-Werte bauen wir jetzt mal so ein bisschen in den steigenden Markt ab, haben zusätzlich ja so ein Nasdaq-Put bei uns rausgesucht. Da haben wir ja auch natürlich weitere Strategien für den Monat Februar, aber dazu dann ja, börsentäglich bei uns immer auch hier in den Sendungen. Dann kommen wir zu einem weiteren Index, Nasdaq. Und zwar sind da ja heute Abend nachbörslich auch nochmal drei Schwergewichte, die Zahlen bringen werden. Und diesbezüglich wolltet ihr auch nochmal einen Blick drauf werfen und halt ja nochmal kurz analysieren, was dort passieren könnte oder was eure Einschätzung diesbezüglich ist. Ja, bei der Nasdaq ist es so, wir haben es ja gestern schon in unserer Live-Sendung gesagt, gestern Abend, dass die ersten Reaktionen auf das, was wir da gesehen haben, nicht die endgültigen Reaktionen sind und dass die Notenbanksitzung eigentlich ein Non-Event ist. Wenn man das jetzt mal so vom Ergebnis her betrachtet, ist es ja ein Non-Event gewesen. Und dass natürlich jetzt die Ereignisse, die wir jetzt haben mit den drei Unternehmen, die hier nachbörslich berichten, Meta, Apple und er ist der dritte gewesen im Bunde, Meta, Apple. Amazon? Amazon, genau. Die vergesse ich immer, der Amazon, obwohl es die wichtigste ist von all den dreien, weil wir sie als Teamchat dort drin haben. Also diese drei bringen die Zahlen. Und dann haben wir die Arbeitsmarktdaten morgen auch noch. Und das kann also relativ schnell sich erstmal wieder vom Setup, und wir sehen das ja heute, ein bisschen verändern. Man sollte aber dann halt nicht davon ausgehen, ach, das war jetzt gestern nur so eine kleine Korrektur und dann geht das wieder seinen Gang. Das nicht, aber es kann eben mal sein, dass so ein bisschen so eine kleine Tsunami-Welle kommt nach oben, eine kleine, die das mal alles wieder hebt, aber eben nur leicht hebt und dann geht das alles wieder einen anderen Gang. Wir erwarten also von der Nasdaq schon nach dieser doch sehr starken Einschlag, den wir da jetzt gehabt haben, dass es, und so sieht sie ja auch so aus, vielleicht nochmal eine Gegenbewegung gibt. Das wäre eigentlich auch typisch, weil wir haben noch einen intakten Aufwärtstrend, zumindest seit Anfang des Monats. Nicht zu vergessen ist, dass die Nasdaq auch über den Januar hinweg, sowieso über die letzten Monate, aber über den Januar 2% zugelegt hat. Das war ein super Monat, ja, der Januar, trotzdem wir jetzt zwei schlechte Tage gehabt haben. Und das sollte auch in der Erinnerung der Anleger bleiben, was aber nicht bedeutet, dass, wie gesagt, das jetzt ohne Probleme weiter nach oben geht. Trotzdem, wir haben ja gestern darüber gesprochen, die 18.000 Punkte wären auch noch durchaus ein Ziel, was erreichbar wäre. Es kann also durchaus einen zweiteiligen Februar geben, was die Entwicklung angeht, weil natürlich auch noch dazu kommt, dass die Unternehmensergebnisse dann im Mitte des Monats auslaufen und wir dann wieder mehr diese Thematik, ich glaube, wir werden schon in zwei Wochen, werden wir schon wieder über diese Notenbanksitzung am 20. März reden. Das ist dann die nächste Notenbanksitzung. Dann haben wir wieder Mitte Februar die Inflationsdaten, die ja sehr, sehr wichtig sind. Da werden auch alle drauf fokussiert sein. Und wehe dem, es tut sich mal was, was man jetzt nicht erwartet, dann kommt mehr Volatilität in den Markt rein. Und Volatilität bedeutet eigentlich auch immer Korrektur. Also, und das, wir haben sehr niedrige Volatilitäten im S&P 500, die liegt bei 14, im DAX liegt sie bei 13. Das sind historisch tiefe Werte, also historisch ist vielleicht noch 1-2% drunter. Es würde also nicht wundern, wenn wir da mal 1-2% wieder drauflegen. Zum März hin ist die Korrekturgefahr wegen des großen Terminverfalls auch gegeben. Also das ist, haben wir in den letzten 3-4 Jahren immer erlebt, dass gerade Februar, März Monate, Wochen waren, die so ein bisschen shaky waren, aber sind natürlich auch Gelegenheiten, um sich dann wieder ein bisschen günstiger mit dem einen oder anderen Wert einzudecken. Das mit den 18.000 Punkten siehst du bei Nasdaq immer noch genauso. Das hatten wir auch in den letzten Sendungen immer mal wieder thematisiert gehabt. Also 18.000 war richtungsweisend. Klar, schön wäre es, wenn wir die 18.000 nochmal ganz gesehen hätten. Aber wir waren bei 17.600 Punkte. Ist es durchaus noch Potenzial drin. Wie du auch schon richtig gesagt hast, heute kriegen wir von drei Top-Giganten die Zahlen nachbörslich, die durchaus das Potenzial besitzen, in den nächsten Tagen auch den Markt nochmal etwas stärker nach oben zu treiben. Meta-Plattforms, die ihre Zahlen bringen wird, Apple und Amazon. Ich könnte mir schon durchaus vorstellen, ich muss ehrlich sagen, bei Apple tue ich mir ein bisschen schwer, aber ich denke schon, Meta-Plattforms und Amazon dürften Top-Zahlen rausbringen. Muss man schauen, ob Apple diesbezüglich gerade jetzt im Smartphone-Geschäft ebenfalls auch nochmal starke Impulse setzen kann. Wir haben auch noch zusätzlich eine treibende Kraft, die dürfen wir nämlich auch nicht außer Acht lassen, und zwar ist das der Markt aus China, der stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist, wo wir über drei Jahre hinweg stärkere Korrekturen gesehen haben. Das heißt,
ein Kurstreiber könnte mit unter anderem für die Gesamtmärkte sein, wenn stärker Geld ins System gepumpt wird. Ist zwar jetzt ein anderes Thema, aber ich möchte das nur einfach für die Agenda 2024 auch nochmal kurz mitbetonen, dass wir das Ganze natürlich auch mit berücksichtigen. Von daher die 18.000, wir waren bei 17.650, Boris, wollen wir uns nicht um die 300 Punkte streiten, richtungsweisend von 16.4, wo wir Optimismus geschürt haben, eingestiegen sind, ob das jetzt, wie man es auch hier im Chart sehen kann, Nasdaq Call, gut mit 51% plus, wir haben noch gute Tech-Werte, die wir in den steigenden Markt auch mit gutem Gewinn realisiert haben. Das Einzige, was wir jetzt noch im Tech-Wert offen haben, ist die Amazon. Ja. Und da haben wir das Klumpenrisiko rausgenommen und das wollen wir uns dann in Ruhe anschauen. Aber ich denke schon, das kann ich auch, glaube ich, auch mit unterstreichen, was Andreas gesagt hat, so Mitte Februar, wenn alles mal so weit raus ist, werden wir mit Sicherheit auch nochmal so einen abkühlenden Markt sehen. Aber wir werden relativ schnell auch wieder das Thema Erwartungshaltung spielen. Und die Präsidentschaftswahl, das ist einfach Dreh- und Angelpunkt in diesem Jahr. Und weder Donald Trump noch Joe Biden haben großes Interesse daran, dass man letztendlich jetzt auch hier für die Wahl, vor der Wahl, nach der Wahl irgendwo stärkere Kurseinbrüche sieht. Man wird alles daran setzen, dass man sagt, okay, positive Stimmung. Und von daher bleiben wir auch optimistisch. Aber auch ein Aufwärtstrend hat kurzfristige Konsolidierung und Korrekturen in sich. Ja. Positive Stimmung herrscht auf jeden Fall bei euch auch im Team Depot, alleine was den Januar halt betrifft. Dort haben wir uns nochmal zwei Werte rausgesucht, die ihr besprechen wolltet, die bisher auch wirklich sehr gut gelaufen sind. Das eine war, ihr wolltet nochmal ein Update zur Volkswagen geben, die so mit ungefähr vom Zertifikat her mit 20% halt im Plus ist. Was ist denn dort der weitere Plan mit und seht ihr, dass sich dort noch ein weiteres positiv entwickeln wird? Ja, also was lange währt, wird ja nicht gut, das muss man so sagen. Es ist auffällig, dass VW ja jetzt das Tal der Tränen so ein bisschen verlassen hat, wobei man natürlich immer davon ausgehen muss, dass bei den deutschen Unternehmen auch immer noch ein paar negative Überraschungen reinhauen können. Nun haben wir aber gesehen, dass VW sich sehr, sehr bemüht, nicht nur in dem Elektrobereich, sondern auch in den anderen Bereichen wieder an Fahrt zu gewinnen. Die Nachricht, die wir jetzt gehabt haben, war zum einen, dass sie ein Batteriewerk planen, weiter zu bauen, das beschleunigt zu bauen. Das andere Nachricht war, dass sie sich im KI-Bereich aktiv engagieren wollen. Das setzt natürlich Fantasie frei, weil KI-Bereich ist ja nicht nur ein reiner Automobilbereich, birgt ja auch Synergien, hat also im Prinzip einen etwas größeren Geschäftsbereich. VW hat die Möglichkeiten, von seiner Größe her, von seinem Kundenbereich her, da durchaus auch noch weiter zu wachsen. Und Wachstum ist ja das, was die Börse letztendlich auch präferiert und woraus sie dann auch sich Kursfantasie aufbaut. Das haben wir gestern in der VW-Aktie gesehen. Wir gehen davon aus, dass wir hier auch noch nicht am Ende der ersten Bewegung sind. Ich will das auch mal hier in dem etwas längerfristigen Chart zeigen. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gestern in der Live-Sendung gemacht. Man sieht nämlich immer hier unten in diesem Bereich, so wo wir waren, so um die 100 Euro, da haben wir schon zweimal eine größere Erholungsbewegung gehabt bei der VW-Aktie, die mindestens mal hier so in diesem Bereich um 128 gelaufen ist. Das wäre ja auch noch ein Ziel. 125 wird es mal da aufgeschrieben. Das wäre also so das Maximum dieser kurzfristigen Bewegung. Und wir sehen aber, dass es dann auch sogar noch ein Stückchen höher in diesen Bewegungen gegangen ist. So 135 oder sogar 140 Euro sind da jetzt mal möglich über mittleren Zeitraum hinweg. Dann muss man halt sehen, wie entwickelt sich das Ganze. Ist dann das Tal der Tränen wirklich überschritten oder nicht? Aber wir sehen auch an VW, dass es mitnichten so ist, dass man jetzt hier alles schlecht reden muss und das alles gegen die Wand fliegt und was weiß ich, das ist total unsinnig. Sondern wir haben große Unternehmen, die eben auch solche Strukturumbrüche mal belasten. Ja. VW ist da eigentlich ein sehr gutes Unternehmen, vorzeigehalber, weil sie es öfters in ihrer Geschichte haben machen müssen. Und die werden auch diesen Strukturumbruch bewältigen. Und dann werden wir sehen, ob das jetzt wirklich das Ende des Tal der Tränen war. Man hat das jetzt über einen längeren Zeitraum gesehen oder nicht. Aber kurzfristig sieht das sehr gut aus. Zielsetzung ist ja gegeben und der Weg ist das Ziel. Weiterer positiver Wert ist halt auch das Brennöl gewesen. Auch gerade da gab es auch die Aussage von eurer Seite, dass das Ziel bei 85 US-Dollar lag. Das Zertifikat ist jetzt so um die 18% im Plus. Ist das Ziel immer noch aktiv, was ihr euch da gesetzt hattet? Absolut. Also
Brandöl, WTI-Öl, Nachfrage nach Öl, wenn wir weiterhin natürlich an eine starke Wirtschaftsentwicklung, globale Wirtschaftsentwicklung für das Jahr 2024 rechnen. Ein großer Global Player bleibt im Moment erstmal an der Seitenlinie, das ist China. Da warten wir natürlich auf die richtigen und nötigen Impulse. Wir haben das schon gesehen, als wir die letzte Mitteilung bekommen haben, dass wieder Geld ins System gepumpt wird, daraufhin auch Brent und das WTI-Öl stärker angezogen sind. Wir waren zwischenzeitlich so knapp bei 83 US-Dollar, haben noch 2 Dollar gefehlt. Unser persönliches Kursziel liegt roundabout knapp bei 85 Dollar. Wir sind ja bereits, ich glaube, seit Dezember letzten Jahres im Brent-Öl soweit positioniert, sind jetzt knapp mit 18% im Plus. Aber auch da haben wir gar nicht den Ansatz, wie gesagt, heute, morgen, nächste Woche da irgendwo alles zu sehen. Aber ich denke schon, dass das erste realistische Kursziel bei 85 Dollar sein wird und das übergeordnete Ziel durchaus 87 Dollar beziehungsweise auch 90 Dollar soweit also angesteuert werden kann. Von daher bleiben wir da optimistisch. Es geht ja nicht nur also jetzt im Bereich ich sag mal Öl als Kern, sondern einfach als der Motor der Wirtschaftsleistung, der Wirtschaft, die im Generellen davon ja angetrieben werden. Und deswegen sagen wir ganz klar, also wir glauben an eine starke Wirtschaftsentwicklung auch für dieses Jahr und Öl bleibt bei uns mit drin. Und wenn wir das Ziel oben knapp bei 85 Dollar erreicht haben, werden wir die Karten nochmal neu mischen. Entweder nehmen wir die Gewinne mit, bleiben positioniert, weil wir können ja durchaus auch sagen, okay, wir haben zwei Strategien, entweder Stop auf Einstand, dann sind wir im sicheren Hafen, oder man kann auch einen Teilgewinn mitnehmen und den Stop dann auf Einstand setzen und dann sagen, okay, wir partizipieren dann tatsächlich vielleicht für eine längere Entwicklung, was den Ölpreis betrifft. Aber da auf diese Themen werdet ihr auch natürlich intensiver bei uns in der hauseigenen Sendung um 14.15 Uhr eingehen. Und auch gerade habt ihr dort noch ein paar Themen, die ihr weiter besprechen wolltet. Gestern oder vorgestern war es, da ging es um das Thema mit einem Nasdaq-Put. Und dann hatten wir jetzt alleine für heute noch sowas wie einen DAX-Put, den ihr überlegt, auf die Watchlist zu setzen oder vielleicht auch zu handeln. Aber das erfahren dann die Zuschauer bei uns auf heavytraders.live um 14.15 Uhr. Und einen Blick wolltet ihr natürlich auch auf Euro-US-Dollar werfen und natürlich auch noch eine kurze Analyse vom, ja, so ein bisschen Resümee zum Januar halt nochmal geben, wie das Depot allgemein gelaufen ist und vielleicht nochmal schauen, welche Watchlist-Werte allgemein interessant sind. Genau, auch da werden wir natürlich die Watchlist mal ein bisschen aufgreifen. Wir haben ja vieles in der Beobachtung. Wir werden auch immer wieder Werte gemeinsam miteinander besprechen, die wir stärker im Fokus haben. Und wenn es dann zu einer Umsetzung kommt, genau, werden wir das immer wieder kernend auch besprechen. Super, dann danke ich euch beiden und an euch den Aufruf, registriert euch auf heavytraders.live, wenn ihr weitere Trades von dem Team von Heavy Traders erfahren wollt, sehen wollt, auf die Watchlist auch zugreifen wollt und ja, stellt uns dazu auch natürlich Fragen und unsere Händler stehen Rede und Antwort. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und bis später um 14.15 Uhr auf heavytraders.live.